denn hier? Hallo? Das ist doch das Ende vom Konzert. Was macht denn das für einen Sinn, am Anfang des Films, am Ende des Konzerts zu sein? Seid ihr wahnsinnig? Ganz schnell, zurück zum Anfang von Energy in the Park. Zurück mit euch, weg, weg. Mensch, da seid ihr ja. Herzlich willkommen. Hallo, hey, da seid ihr. Hey, hey. Na, Michel. I got a hangover. Wovon eigentlich? So, wir schwenken jetzt mal rüber zum Kamerakind. Das ist das erste und einzige Mal, dass ihr sie sehen werdet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist deine Hose? Ach, da ist deine Hose. Ja. Hab sie kaum gesehen. Und meinst du, du filmst jetzt? Meinst du, du filmst jetzt? Bist du doch sicher, dass du filmen kannst mit der riesen fucking Tasche an deinem Arm? Für die Tasche brauchst du schon einen Arbeitsausweis. Das gibt's ja gar nicht. Du brauchst einen eigenen Spin für die Tasche. Hier ist eine Straße. Hier kommt es. Das ist eine Straße übrigens. Mein Gott, das geht ja gut los. Thomas, du kannst das tragen. It's so you. Thomas Kutz, das ist heute Head of Truck. Head of Truck. Wir würden ihn gerne umbenennen in den Head Truck, aber das ist nicht jugendfrei. So. Wir begrüßen die Energy in the Park Trooper. Das sind die Leute, die als erstes in der Schlange stehen. Hallo Leute! Guten Tag, wir sind Michel und Söhnlein B. von Energy Berlin. Habt ihr gute Laune mitgebracht? Wunderbar. Happy Charlie. So, ab geht's. Rot steht euch unheimlich gut, Leute. Es war so einsam ohne euch. Jetzt sind wir ja da. Wir sind jetzt im Schrein, sozusagen. Das ist das Produktionsbüro. Und das ist der Raum, an dem die Leute sind, die es perfektioniert haben, so auszusehen, als wenn sie was zu tun hätten. Das ist hier. Das mache ich gut. Rafa macht's am besten. Schön. Ich drehe mich um zu checken. Hi. Um zu checken, ob Dominik die Kamera anhat, und sie hat sie an. Aber nur, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe und gesehen habe, dass du mich über den Steg führen wirst. Ja. Genau. Schwenken wir aufs Wasser. Das wollen wir extra nochmal säubern lassen. Moin. Hallo. Keine Angst, ich habe eine Hose runter, ja? Da, halt drauf. Das finde ich gut. Ingmar hat Ähnliches gemacht und der hat aber keine Hose drunter. Ich habe mir aber auch extra die Haarschlitze rasiert, falls jetzt irgendwas zu sehen gewesen wäre. Ja, der ist ein nackter, glatter Kinderpopo gewesen. Wir haben den Meeresspiegel schon angebrochen. So, Mutti, ich falte die Hose auch. Mutti, ich falte die Hose auch. Dann ist ja alles gut. Jetzt filmen wir Dominik doch nochmal. Und zwar zieht sie sich ihr Oberteil aus, was sie drunter anhat. Wahnsinniger Trick. Ja, tada. Das ist echt toll. Du hattest jetzt Angst, dass du da sehr viel schwitzen wirst, ja, oder was? Marlon Hotel macht gerade seinen Soundcheck und wir schleichen uns mal auf die Bühne. Servus. Ja, super. Alles gut? Ja, super. Es klang gut. Danke, schön aus. Danke, Energy Berlin. Guten Tag. Da ist Marlon. Marlon macht gerade einen Soundcheck. Weißt du? Kennt ihr das Kinderenglisch? Rubber some rah. Wollen wir ein bisschen mehr halten? Rubber some rah. Rubber some rah. Drum way way. Big city life, my heart's out my face. Right now, Babylon, step on the case. Das ist der Ingmar aus der Energy Berlin Toast Show. Hey, da kommt Finn Martin! Woo! Yeah.
Findest du. Wie geht's dein Finger? Besser, nur noch ein. Das ist kein nur, noch ein Finger. Nur noch ein Pflaster. Noch Pflaster. Ein Pflaster. Hi, hi, na? Wie geht's euch? Gut, sehr gut. Ja? Und euch? Seid ihr? Ja, wir müssen. Wir haben leider vergessen, dass es sonnig ist und dass es am Strand stattfindet. Genau, wir mussten. Ja. Meine beiden Sonnenbrillen und meine Lichtschutzfaktor 50 Sonnencreme liegt in Köln. Geht aber nicht. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich brauche Haare. Ich glaube, es ist schwierig, oder? Let me rephrase that. Also ich glaube, es gibt Leute, die können das tragen. Finn. Finn Martin. Hi, hi, hi. Ich bin Matthias Schweighöfer und ihr seht mich in meinem neuen Film Rubber the Cat in Keepnick. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte was anderes sagen. Tasche, Bühnenhintergrund, Untergrund. Und hier tun wir unsere Sachen. Weil die können wir woanders nicht liegen lassen. Ist toll, oder? Okay, jetzt gehen wir mal raus. Ah. Ah. Ich habe mir echt ein schlechtes Jahr ausgesucht, um wieder fett zu werden. Ich habe mir jetzt eine Kappe aufgesetzt, damit ich nicht verbrannt werde. Ja, Michel hat sich heute die Kappe aufgesetzt. Schwenk auf den Smiley. Guck mal, wie sie guckt. Guck mal, wie sie guckt. Welcher Smiley? Schwenk auf den Smiley. Wo ist er? Ah. Ah. Unser Showfreund Finn Martin macht jetzt seinen Soundcheck. Da gehen wir es auch nochmal. Everybody wants to be alone. Das ist ein Halb-Playback-Drum-Kit. Ihr merkt, also alle, die auch Schlagzeug spielen zu Hause, merken natürlich, da kommt nicht der Sound raus, normalerweise kommt der viel mehr Sound raus, aber für so ein Halb-Playback muss es bearbeitet sein. Und so. Das ist jetzt eher ein Staubfänger. Aber wieso hebt der nicht ab? Dass der nicht wegfliegt. Das ist sieben. Ich glaube, die Donuts, die gehen bei 35 Grad besonders gut. Ja, der Stadt mit Chili con Carne. Richtig. Falls es jetzt nicht so richtig klar ist, aber das sind die unsere Freunde und Helfer von Best. Das kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen. Aber ich sag's auch vorsichtshalber nochmal. Ne? Komm, da kannst du hier keinen mitnehmen von. So, also wir sind unheimlich gut drauf, ja, also wir sind auch wirklich, wir freuen uns auch, aber wenn ihr jetzt mal richtig, richtig motivierte Leute sehen wollt, kommt mit, wahnsinnig, 3D-Brillen auf. Hey! Das ist Tanja nochmal, ne? Die haben wir vorhin noch schon. Tanja, wo ist dein Schild? Du machst deine Aufgabe nicht das richtig. Das ist Björn. Oh, nee, das ist nicht. Und das ist Leila. Leila ist, ach, da hinten ist auch noch. Da hinten ist ja auch noch Geli. Ne? Angelika Milster ist auch da. Angelika Milster, wow. Schön. Und da hinten haben wir auch noch Uschi Bon Jovi. Da ist Uschi Bon Jovi. Also, hier sitzt die Geli, die hat gerade den Ingmar Backstage gefilmt, weil es läuft nachher auf der Bühne noch ein kleiner Backstage-Bericht, den gucke ich mir jetzt noch an. Und da haben wir das Mischpult, von da aus senden wir ins Radio die ganze Show. Das ist hier der sogenannte Bügelraum. Hier wird gebügelt und Sachen vorgelesen. Geschichten. Das ist auch der Babysitter-Bereich. Das heißt, wenn jemand Babys mitbringt, die Leute hier auch drauf auf, die Babys und so. Und damit halt jemand haben, der auf sie caretaked. Wir sind jetzt nochmal verbotenerweise doch in die Bosshaus-Garderobe gegangen. Kommen wir ganz schnell, bevor wir rausgeschmissen werden. Das ist unsere Bar. Schön der Unterberg und schön die Havana Clubs Gläser stehen auch schon bereit. Wir lieben The Boss House, nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihrem Style. Auch Taya Cruz hatte Sonderwünsche. Er besteht bei seinen Konzerten in seiner Garderobe immer auf ein wichtiges Accessoire, und zwar bei einem Staubsauger. Ja. Ich trete nur auf, wenn ein Staubsauger bei Energy in der Park in meiner Garderobe steht. Total gut. Ist das Mila oder was ist das? Proventa? Dirt Devil natürlich. Dirt Devil natürlich. Ja. Awesome. Dirt Devil. I'm a Dirt Devil. Whoa. I am a Dirt Devil. Whoa. Voll hebig. Ich bin so richtig, ich habe sogar zwei Bändchen. Ja, echt? Der Mann. Toller Typ. Face that launched a thousand ships. Yay! Warum sage ich zu ihr Face that launched a thousand ships? Wer weiß es? Weil er das immer zu mir sagt. Aber warum sage ich das immer zu ihr? Was hat es mit dir zu tun? Hast du schon mal zu tun? Nee. Sicher? Ja. Wir kamen gerade so eine kleine Alkoholfahne zu mir. Ach, was, niemals. Von gestern. Okay, wir haben das 10 nach 12 und Helen ist schon voll. Aber warum sage ich zu ihr Face that launched a thousand ships? Warum? Es hat mit der Belagerung von Troja zu tun.
Und zwar, die Belagerung von Troja war ja wegen welcher Frau? Helena aus Helena von Troja. Ja, genau, Helena von Troja. Helena aus Buxtehude. Und es gibt ein Gedicht, ja, und darin wird sie besungen. Helen of Troy, the face that launched a thousand ships. Weil ja 1000 Boote losgesegelt sind, um Troja einzunehmen. So, Geschichtsstunde aus. Na, Leute, wen habe ich natürlich am Playa direkt als erstes getroffen? Manny Mark. Dennis Kelbert. Mit Dennis haben wir gleich noch etwas Spontanes vor. Und wenn ihr diesen Film ja seht, wisst ihr schon, was Spontanes gelaufen ist. Sollen wir es jetzt sagen an der Stelle? Warte, ich spiele es nach. Was machst du? Was machst du, Dennis? Was ist denn? Schatz, wir sind jetzt schon so lange zusammen. Was ist denn? Ich hab keinen Plan, wie ich es sonst anders sagen soll. Oh Gott, du willst Schluss machen vor die ganzen Leute? Schatz, heute will ich dich fragen, vor allen 30.000 Energy-Fans, die nur deswegen, wegen der Frage aller Fragen hierher gekommen sind. Du fragst schon. Hast du den Müll rausgebracht? Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, Schatz. Einer unserer Lieblingsmomente bei Energy in the Park, wenn wir verkabelt werden. Unser In-Ear ist bekommen. Und ich bin Mod 2. Das heißt, ich wiege zweimal so viel wie Mod 1. Das ist DJ Mod 1. Das ist mein DJ-Pseudonym. Komm, mach ihn drauf, mach ihn drauf, mach ihn drauf. Komm, mach ihn drauf. Ganz vorsichtig. Oh. One day, baby, will be old. Also zur Erklärung, wir haben halt diese Stöpsel aus zwei Gründen im Ohr. Einmal, weil wir vor der Bühne moderieren und der Sound würde sich sonst zurückwerfen und wir könnten nicht sprechen. Und der andere Grund ist, wir kriegen Regieanweisungen, also von den Kollegen hier aus der Regie, wann dürfen wir was sagen und wann nicht. Jetzt der erste spektakuläre Schwenk von oben. Aufs Strandbad Wannsee. Denk dran, Kamera ruhig halten, schwenkt und trotzdem ruhig halten. Toll, machst du wunderbar, super, super, ganz toll, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Sascha ist schon durch. Nee, ist nicht viel, sieht nur so aus. Besprecht ihr das jetzt? Ich wollte nur Hallo sagen. Wir geben nur Hand und dann sind wir wieder weg. Genau. Ich werde nachher sowieso zum euch tanzen. Achso, dann macht er sich nachher nackig. Okay. Und zeigt seine Tattoos. Kein Trinkwasser und mittwochs halbe Preis. Ja, und immer lasst ihr nicht vergessen. Bis später. Frosch. Der Sand ist schön warm. Hi. Hi. Drei Tage! Ba 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 ba. Ach nee, ich muss singen. Dum dum dum. Dum dum dum. Dominik zieht sich die Schuhe aus. Die Schuhe! Dum dum dum. Dum dum dum. Dominik zieht sich die Schuhe aus. Ba 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 ba. Die Füße riechen nicht. Da da da. Ihr habt die Haare schön, ihr habt die Haare schön, ihr habt die Haare, ihr habt die Haare schön am Föhn. So, danke. Weitermachen. Ist wohl sehr sonnig, würde ich ein bisschen aufpassen mit der weißen Haut. So. Guck mal, hier, wenn du es mal siehst, guck mal her. Glaskugel von Glasperlenspiel. Das ist ein Monitor von Dick Rave, Fernsehen von Dick Rave. Glasperlenspiel Vocals. Dick Rave Monitor nochmal ein anderer. Und hier haben wir nochmal ein Mikrofon von Dick Rave. Hier sieht man, wo die Drums hinkommen von Marlon Rodette. Da haben wir da auch noch Dick Rave. Und hier Tyle Cruz, der DJ von Tyle Cruz. Das ist Sönlein B. Das ist Martin. Das ist der Vlog. Ah, du bist der Vlog? Ja. Du siehst gar nicht aus wie der Vlog. Den habe ich mir deutlich unattraktiver vorgestellt. Das reicht. Toi, toi, toi. Ist das der Vertrauensbahn? Ja, genau. Wir nennen es, wir arbeiten hart. Juhu! Yeah. Das sieht so bescheuert aus. Ich kann nicht gucken. Aber mach doch einmal die Augen zu und dann machst du die auf. Danke. Danke. Was darf die? Okay.